So, hallo zurück bei meinem Let's Play zu Minecraft. Eigentlich habe ich ja vorgehabt, dass ich ein Voting mache und euch frage, ob ich spielen soll und alles aufzeichnen oder ob ich lieber offscreen spielen soll und dann alles herzeigen. Aber mir ist dann auch ein bisschen langweilig geworden beim Warten und ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt einfach mal und zeichne es vorsichtshalber auf. Im schlimmsten Fall muss ich es ja nicht unbedingt online stellen. Und ja, schauen wir mal, wie was beim Voting rauskommt. So, was war geplant? Eine Fischerhütte, eine Holzfällerhütte, ein Steinbruch. Und ich würde sagen, den Platz für die Fischerhütte habe ich mir schon ausgesucht. Die werden wir jetzt als erstes bauen und ich arbeite ganz gern eigentlich mit Ziegel, auch zumindest als ein Teil, als Bauelement. Zum Beispiel für Kamine oder ähnliches. Darum mal ein bisschen Lehm mitnehmen, wenn schon so viel da ist. Ja, das liebe Wasser in Minecraft, das hat mich auch schon manchmal ein paar Nerven gekostet. Speziell dann, wenn ich probiert habe, Eis zu entfernen. Da sind schon die wildesten Sachen passiert, die seltsamsten Strudel entstanden. Und es hat teilweise ewig, ewig gebraucht, um das wieder zu reparieren mit Eimern und sehr, sehr viel Erde. Und solche Sachen hier, ja, zum Teil stört es mich einfach, wo ich sage, ja gut, ein Eimer an die richtige Stelle und das passt alles wieder, aber warum muss ich das selber richten, wenn da ein Ozean ist? Das könnte sich doch von selber auffüllen, aber es tut es einfach nicht. So, ja, der Lehm, da würde ich auch sagen, im Prinzip bräuchte es fast eine Ziegelbrennerei, wenn wir schon so viel Lehm haben und so viel herstellen. Also ist zumindest für mich jetzt mal beschlossen, hierher kommt dann ein, zweimal eine Ziegelbrennerei. Und ja, ich möchte jetzt endlich mal mit dem ersten Gebäude anfangen. Darum braucht es mal Holz und ich würde sagen, die Holzfällerhütte machen wir da drüben hin, dass sie nicht allzu weit weg ist und dann geht es endlich mal los und ich baue das erste Haus. So, was habe ich noch vergessen? Ach ja, genau. Ich spiele mit dem Mises Realistic Texture Pack. Kennen sicher einige von euch die Original-Minecraft-Grafiken. Ja, da wird immer noch gestritten. Manchen gefallen sie sehr gut, manchen gefallen sie überhaupt nicht. Manchen ist es egal. Ich habe auch viel mit den Original-Grafiken gespielt, aber ich habe mich dann ja ein bisschen an die Texture Packs gewöhnt. Muss ich sagen, im Endeffekt gefallen sie mir doch besser. Vor allem gibt es einem die Möglichkeit, je nach Thema, was man spielt, ein entsprechendes Texture Pack zu installieren. Und das fehlt jetzt in diesem Falle noch. Also das ist im Prinzip noch unbeschlossen, was ich für ein Texture Pack verwenden werde für meine Piratenwelt. Da gehört noch was Vernünftiges ausgesucht. So, dann geht es endlich mal ans Bäume kloppen und das Achievement wieder mal. Wie schon gesagt, er mag es einfach nicht speichern und ich war bis jetzt immer noch zu faul zu schauen. Warum man das nicht speichert, vermutlich hat es was mit dem rechten Windows zu tun und einmal starten als Administrator und das Problem wäre vermutlich erledigt, aber wie gesagt, ich war bis jetzt zu faul, das zu probieren. So, jetzt bin ich einfach auf einen großen Baum losgestartet. Normalerweise lasse ich die eigentlich ganz gern aus. Erstens einmal sind sie etwas aufwendiger zu fällen und zweitens mag ich Bäume sehr, vor allem große. Und das ganze Blattwerk ohne Stamm stört mich dann doch. Und ich habe immer das Bedürfnis, das zu entfernen. Und wie gesagt, das ist dann immer etwas aufwendig. So, war es das schon? Ja, ich glaube, der verschwindet mal. Ja, was mir auch schon oft passiert ist, dass Bäume zum Teil ineinander wachsen, dass ich dann einen fälle und ja, das ganze Laub bleibt stehen oder ein Großteil des Laubs bleibt stehen. Weil, keine Ahnung, Minecraft der Meinung ist, das Laub gehört irgendwie zu einem anderen Baum, der direkt eben daneben angrenzt. Ja, Minecraft, die Physik in Minecraft ist überhaupt ein wenig eigenwillig, sage ich mal, aber das gehört einfach zum Spiel und ja, ich habe das Spiel schon oft hergezeigt, ein paar Freunden, Kollegen von mir und da waren ein paar dabei, die gesagt haben, ja, aber das ist ja überhaupt nicht realistisch und wie kannst du das nur spielen? Da stimmt ja vorne und hinten nichts. Aber ja, wie gesagt, Minecraft ist für mich sowieso eher eine Art Fantasy-Spiel, wo man
die eigene Fantasie ein wenig entfalten kann. Und es muss nicht realistisch sein. Wenn ich es realistisch will, gibt es genug andere Simulationen, die ich spielen kann. Abgesehen davon, dass ich kein einziges Spiel kenne, was ich als wirklich realistisch bezeichnen würde. Auch hier gerne lasse ich mich eines Besseren belehren und schaue mir mal ein realistisches Spiel an oder lass mir mal ein realistisches Spiel zeigen. Aber jedes Spiel ist im Endeffekt ein Spiel, ist reduziert auf ein paar Elemente und kann nie alles abdecken, damit man es realistisch nennen könnte. Abgesehen davon wäre es vermutlich viel zu anstrengend, ein wirklich realistisches Spiel zu spielen. So, wie schaut es denn aus? Ja, ein bisschen was ist da und ich würde sagen, wenn wir jetzt hier schon groß Bäume abkloppen, dann werden wir hier auch eine Holzfällerhütte herbauen und ja, dann kommen die da wieder weg. Weil hier wäre genug Platz. Hier gibt es zwar auch eine Höhle in der Nähe, aber das soll man einstweilen nicht stören. So, ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Haus. Grundsätzlich geht es mir immer so, dass ich drauf losbaue und ich baue immer zu klein. Das fällt mir aber in der Regel erst dann auf, wenn das Haus schon komplett fertig ist. Darum habe ich es mir jetzt ein wenig zur Angewohnheit gemacht, bevor ich ein Haus baue, mir mal so einen groben Grundriss zu machen und zu schauen, wie groß wird es denn, wie viel Platz habe ich, genügt mir das dann auch von der Einrichtung her. Und in diesem Falle jetzt soll das ja nicht ein Wohnhaus werden, sondern so eine Art ja, Mischung aus Sägewerk und Holzfällerhütte, das heißt, wo die Arbeiter hergehen, um ihre Werkzeuge zu holen, um wo sie das Holz dann abliefern, wo das Holz dann verarbeitet wird. Ja, schaut nicht extrem groß aus, aber ich würde mal sagen, zum Starten ist es okay und dann vielleicht den einen oder anderen Anbau machen. Also würde ich sagen, lassen wir es einfach mal losgehen. Und ich habe im Prinzip noch keine Ahnung, welchen Stil ich bauen möchte. Wie gesagt, Piraten, ja, eine gewisse Vorstellung habe ich, aber die ist noch etwas vage. Und ich würde sagen, ich baue einfach mal drauf los, schaue mir, ob es mir dann gefällt. Und wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich sagen, bin ich mir auch nicht zu schade, dass ich ein ganzes Haus wieder abreiße oder komplett umbaue. So, für die einfachen Gebäude habe ich jetzt wenig konkrete Vorstellungen. Für die Wohnhäuser habe ich schon konkrete Vorstellungen. Daran ist auch ein bisschen, sage ich mal, Monkey Island schuld. Habe ich in letzter Zeit ein bisschen angespielt wieder, aus nostalgischen Gründen. Und ja, die Gebäude, wie sie dort abgebildet sind, wie sie dort gebaut sind, gezeichnet sind, besser gesagt, gefallen mir eigentlich sehr gut. Da werde ich mich vielleicht ein bisschen dran orientieren. So, na, dann lassen wir es mal losgehen. Wo kommt der Eingang hin? Ich würde sagen, ein größeres Tor hier und ein Seiteneingang hier. Soll nicht zu symmetrisch sein, braucht nicht zu symmetrisch sein. Mal schauen. Ja, ein bisschen Licht muss auch rein. Die Fenster werde ich wohl aus Glas bauen, denke ich. So. Tja. Ich habe gesagt, es muss nicht alles sehr symmetrisch sein, aber komplett unsymmetrisch ist jetzt auch nichts. Abgesehen davon ändere ich das vielleicht dann noch, je nachdem, was da an welcher Stelle jetzt reinkommt ins Haus. So, hier denke ich, ist der Bereich, wo die Holzstämme reingebracht werden. Da werden wir da noch ein wenig mehr Waldpflanzen gelegentlich. Gelegentlich, ja, jetzt ist eine gute Gelegenheit, warum eigentlich nicht? Und gleich wieder ein bisschen Wolle einsammeln. Ja, und Wolle werden wir brauchen, weil Piratenwelt, Ozean, da braucht es natürlich viele, viele Schiffe, große Schiffe. Und in der schon ab und zu angesprochenen 1.4-Welt
habe ich ja schon Piratenschiffe gebaut. Nicht die größten, gebe ich zu, aber haben ja nicht so schlecht ausgeschaut, aber hat auch schon nicht gerade wenig Wolle gebraucht, muss ich sagen. Das heißt, ja, 44 Wolle, das ist mal ein Segel, wenn überhaupt. Da braucht es noch um einiges mehr. So. In der Nacht werde ich nicht aufnehmen, also ich werde in der Nacht immer versuchen zu schlafen, weil es für die Aufnahme sonst, glaube ich, wirklich zu dunkel ist. Abgesehen davon, ja, es ist nicht nur für die Aufnahme zu dunkel, sondern teilweise auch zum Spielen. So, lala. Das heißt, ich würde sagen, gleich eine Runde schlafen. Unter freiem Himmel noch. Und weiter geht's. So, mal schauen, ob mir das gefällt. Im Moment bin ich mal, naja, noch nicht ganz zufrieden mit dem, was ich glaube, wie es dann ausschauen wird. Das geht mir auch manchmal so, dass ich was baue und bereits während ich es baue, habe ich das Gefühl, dass es nicht gut ausschauen wird. In diesem Falle bin ich mir einfach noch nicht sicher. Mal schauen. Auf jeden Fall werden wir uns da gleich ein wenig Sand besorgen und ich würde sagen, ja, wenn es eine Ziegelbrennerei gibt, jetzt extra einen Glasmacher auch noch zu bauen, das werde ich wohl auslassen. Ich denke, das kann durchaus derselbe erledigen. Das heißt, das wird dann ein Gebäude. So, drei breit, zwei hoch. Nein, das ist schon mal nichts. Das heißt hier, dieses Tor hier muss ein bisschen größer sein, was auch heißt, die Decke an dieser Stelle wird ein bisschen größer. So, dann das Ganze nochmal anschauen. Ja, schon besser. Ja, warum nicht? So. Und jetzt sieht man auch schon, wie ich baue. Also wirklich, ich laufe da die ganze Zeit durch die Gegend, überlege mir das, schaue mir das an, ändere das zum Teil auch wieder ganz oft. Fall oft irgendwo runter, muss wieder raufsteigen. Und so vergeht relativ viel Zeit eigentlich, wo ich denke, mancher würde sagen, ja, aber die Zeit kann man doch besser nutzen. Aber ja, für mich gehört es einfach dazu und das ist mein Stil und so mache ich das. Und wem es nicht gefällt oder wem das zu langsam geht, der kann vorspulen oder falls ich dann wirklich endlich mal ein Voting mache. Oder besser gesagt, das Voting dann mal genug Stimmen hat. Der kann ja abstimmen, dass ich kein Let's Play machen soll, sondern nur ein Let's Show. So. Jetzt werde ich mal die Grundform des Daches bauen, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie. Die Begrenzung. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht wäre es ganz nett, hier auch mit Stein irgendwie zu arbeiten. Ich denke, das können wir mal ausprobieren. Schade ja nichts. Bisschen Zeit ist ja auch noch ein, zwei Minütchen für diese Folge. Und sonst nehme ich einfach diesmal länger auf und schneide es dann später zusammen. So. Okay, dann machen wir das nochmal ganz anders. Das ganze Ding da um eins versetzen. So, irgendwas passt hier mit dem Fokus nicht ganz im Moment. So, und manchmal bin ich dann ein bisschen still, nicht wundern. Das ist meistens dann, wenn ich mir gerade überlege, wie ich das haben will. Und wie gesagt, manchmal muss man es einfach bauen, sich dann anschauen und im Nachhinein beschließen, dass es gut ausschaut oder eben nicht.